I'm never gonna know what it feels like to be normal. I'm alone in this cold light, and I've been going up on the stars in the nighttime. I came back to the earth trying to get my, but I'm still trying to get. Hallo Freunde und willkommen auf meinem nächsten Vlog. Wir waren jetzt gerade hier im Park. Hier ist irgendwie die Hölle los. Also ich weiß nicht, wie viele Schulen hier auf der Wiese Sport treiben. War es echt heftig, ja. Und wir gehen auf jeden Fall jetzt wieder zurück in unser Apartment, machen uns was zum Mittagessen. Dann geht die Chiara zu ihrem, die hat heute Probearbeiten, ja, ich glaube Probearbeiten war das heute. Ja genau, geht sie heute Probearbeiten und ich und der Olli, keine Ahnung, die Sonne scheint, wir haben über 20 Grad, erstmal wieder schönes Wetter, sieht auf jeden Fall super aus heute. Ja, und mal sehen, was Olli und ich dann heute treiben, auf jeden Fall dann mal raus nach dem Essen. Weil die Sonne lassen wir uns auf jeden Fall nicht entgehen. So, schönen guten Abend. Da hat jemand hier noch Hunger bekommen. Seht euch mal das hier an. Das sieht doch mal super aus. Was haben wir denn hier? Käse, Ham. Was haben wir hier drunter? Ein bisschen Salami. Thunfisch, Zwiebel. Super, super macht ihr das, Olli. Ja, und nebenbei wird hier noch ein bisschen Fußball geschaut. Chelsea, Manchester City. Darf ich natürlich nicht verpassen. Wir sind hier abends am Kilda Beach in Melbourne. Tja, wir riskieren jetzt zwar ein bisschen was gerade, aber es ist einfach unglaublich schön hier. Mit den Felsen, also es sieht auch alles ziemlich safety aus hier. Und ja, wir wollen aber jetzt noch ganz nach vorne. Ja, jetzt haben wir noch mal ein paar Bilder gemacht und dann ist mir eben was richtig Dummes passiert. Und zwar ist meine Speicherkarte irgendwie defekt von meiner Spiegelreflex. Keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall wird angezeigt, dass sie beschädigt wurde und bla bla. Das heißt, keine Aufnahmen mehr, vorübergehend mit der Spiegelreflex. Ich habe zwar noch eine Karte daheim, aber muss ich einfach mal schauen, wie ich das jetzt mache. Ja, die ganzen anderen Aufnahmen sind wahrscheinlich dann auch hinüber. Und ja, jetzt laufen wir wieder hinter zum Beach. Und ja, auf jeden Fall echt schön hier. Haben noch ein paar Bilder geschossen mit der Kamera von der Chiara. Und boah, ich muss ja echt aufpassen, wo ich hinlaufe. Ja, mal gucken, also laufen da jetzt nochmal vor, wollen dann nochmal hier den Steg hoch. Anscheinend geht es da irgendwie sau weit hinter, keine Ahnung. Und ja, mal gucken. Ich sende euch auf jeden Fall ein paar Aufnahmen jetzt mit der GoPro ein. Ist ja auch nicht verkehrt und ja, viel Spaß.
ich hoffe, die Aufnahmen haben euch gefallen. Und also wir fahren jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Der Olli wartet schon ganz sehnsüchtig auf uns. Der konnte leider nicht mitkommen. Der hat ja sein Board endgültig zerstört. Mehr Details dazu seht ihr auf jeden Fall auf seinem Vlog.